Also darfst du sagen, ja, wir haben gewusst, dass wir sie schlagen können. Es war 50-50, 2-0. Perfekter Auftakt in die WM, wir sind überglücklich. Es ist schwierig, ich denke, unser Side-Eye war sehr stabil. Plus haben wir ein sehr starkes Block-Defense gespielt heute. Wir haben sehr viel Druck auf sie erzeugen, am Block und auch in der Defense. Und dann, ja, eben, wir haben zwar zweimal knapp gewonnen in den Satz, aber es ist einfach, weil wir die Blocks und die Defense gehabt haben. Ja, natürlich war es von Anfang an alles möglich. Aber ich denke, es gibt für uns sicher viel Luft. So ein bisschen beruhigend. Meine ist jetzt die erste WM. Und sicher auch genug nervös vor dem Spiel. Und jetzt mit einem Sieg in der Tasche kann man einfach beim nächsten Spiel schon ein bisschen lockerer. Ja, eben, wir haben schon mal gewonnen. Sicher einfacher. Und ja, dann ist alles möglich. Wir sind in einer Gruppe, wo wir haben es vor dem Turnier gesagt, wir können Ersten oder, wenn wir nicht aufpassen, die Letzten werden. Aber jetzt werden wir Erste. Es war nicht ganz untypisch. Go-Beach-Tour ist eigentlich meistens so. Wir haben letzte Woche so gespielt. Es ist eine gute Vorbereitung. Ja, jetzt ist es regenerieren. Jetzt ist es auch noch relativ heiß hier. Morgen haben wir zum Glück frei, dann wird es noch heißer. Mehr Regeneration, Spielanalyse, nochmal schauen, was wir noch besser machen können. Und dann am Montag wieder Vollgas.